Und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ein kleines, kurzes Craft-Update für euch. Ich habe ja mit euch zusammen das Lesezeichen gemacht. Wieder total unvorbereitet hier mit der Lesezeichenstanze von Mama Elephant. Da habe ich ja, wie gesagt, mit euch zusammen die Stanze getestet, wie quasi die ganzen Ausstanzungen aussehen und habe mit euch zusammen ein Lesezeichen gemacht. Ich habe jetzt noch viele weitere gemacht und wollte euch die zeigen. Ich habe die ganzen Kollektionen von Doodlebug verwendet. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ich habe einmal dieses hier gemacht. Das ist halt so ein bisschen sommerlich und schreit halt so ein bisschen so nach. Hinten habe ich überall meinen Stempel drauf. Also ich werde jetzt hier nicht jedes Lesezeichen da eine halbe Stunde erzählen, aber dann habe ich dieses hier gemacht. Das finde ich auch ganz cool, gerade so für Hunde- oder Katzenliebhaber. Das finde ich auch sehr schön. Dann habe ich dieses hier gemacht. Das ist so ein bisschen herbstlich angehaucht, auch so mit den Farben und dann dieses Hello drauf. Ich habe hier oben dann noch so ein Bändchen dran mit einer Kugel. Das habe ich gemacht. Dann habe ich eins nur für Katzenliebhaber gemacht. Das finde ich auch sehr schön. Ist so ein bisschen, quietschig bunt. Und mit dem Gelb so als Hintergrund, als Akzent, finde ich das echt cool. Dann habe ich eins gemacht mit dieser Farmkollektion. Die finde ich auch total süß. Ich mag diese Schweine. Ich finde die total niedlich. Die sind echt süß. Ja, genau. Dann habe ich noch eins für Katzenliebhaber gemacht, weil ich das, ach ja, ich mag diese Kittens Mitten Collection von Doodlebug. Ich finde die total schön und ja, auch die Papiere alle so schön aufeinander abgestimmt. Dann habe ich dieses hier gemacht. Ich weiß gar nicht, was das hier für eine Kollektion ist, aber das hier hinten ist die aktuelle Herbstkollektion von Doodlebug. Das hier, das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall habe ich hier auch wieder so ein Band dran gemacht mit einer Perle dran. Dann habe ich dieses hier gemacht, was man ja mal so verschenken kann für einen Freund oder sowas. Das finde ich auch sehr schön. Dann habe ich dieses hier gemacht mit dem Panda drauf. Alles so in Grüntönen gehalten zum Verschenken, zum Geburtstag oder so. Genau. Dann habe ich eins im Halloween-Stil gemacht. Das finde ich auch echt hübsch geworden. Ich habe hier nicht ganz so viel Deko gemacht, weil ja das Papier hinter schon so... Ja, das sagt schon viel aus mit den Augen und so. Und darum habe ich da nicht ganz so viel Deko gemacht. Dann habe ich dieses hier gemacht. Das habe ich ja mit euch zusammen im Video gemacht. Das muss ich euch jetzt nicht nochmal ewig lange zeigen. Dann habe ich so eins gemacht. Das kann man ja auch verschenken. You and me. Die beste Freundin oder die Freundin oder die Frau oder... Ja, genau. Oder an die Mama. Dann habe ich eins gemacht. Das ist eher so für einen Jungen mit so einem Drachen drauf. Das kann man ja auch so als... kleines Goodie mit ans Geschenk dran machen oder so. Dann habe ich eins in so lila Tönen gemacht. Das finde ich auch sehr schön mit diesem Hello Friend Die Cut drauf. Dann habe ich dieses hier gemacht. Für Kaffeeliebhaber fand ich das echt cool. Ich meine, ich trinke ja gern, wenn ich lese, trinke ich gern Tee oder Kaffee oder vorzugsweise Kakao. Das ist dann, ja, genau. Das habe ich gemacht. Dann habe ich noch eins im Halloween-Stil gemacht, das finde ich auch sehr schön. Da habe ich dann einfach nur so ein paar Sprüche drauf geklebt und ja, genau. Und das letzte ist dieses hier. Das ist mit dieser Animal-Kollektion, das heißt die, glaube ich. Ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall habe ich das hier gemacht und ja, das finde ich auch sehr, sehr schön. Genau, das war jetzt mal so ganz, ganz schnelles, kurzes Craft-Update über die Lesezeichen, die ich so gemacht habe. Also, dass ihr seht, dass ich nicht ganz untätig bin. Und ja, wie immer danke ich euch. Aria. Aria. Mal ganz kurz. Wie immer danke ich euch fürs Zuschauen. Ich begrüße immer wieder gerne alle Neuen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche Tipps habt oder euch irgendetwas gar nicht gefällt, dann bitte unten in die Infobox. Ich bin für Kritik immer zu haben. Also ich scheue mich da nicht vor. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Seid schön kreativ und bis zum nächsten Mal. Tschüss.